euch meine Bestellung von Nail Arts vorstellen. Ich hoffe, das mit dem Ton ist so okay. Ich habe eine neue Kamera und versuche mich da noch so ein bisschen, denn das Bild ist definitiv besser. Man erkennt auch einiges und vorher war es mit dem Handy, jetzt mit einer richtigen Kamera. Und ich hoffe, ja, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich habe die Sachen auch schon ausgepackt, weil das Knistern in der Kamera tatsächlich noch sehr, sehr laut ist. Ich hoffe, das geht. Und zwar habe ich mir bei Nail Arts einige Sachen bestellt. Jetzt schauen wir einmal. Das Scharfstellen funktioniert nicht. Doch jetzt. Ha! Das Nail Arts Blinks Flexi Spektrum. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Wir öffnen das jetzt auch einmal gemeinsam. Was ich auch sehr gut finde, ist natürlich wieder... Oh, Wahnsinn, ich habe es schon gesehen. Ist hier wieder diese Plastiköffnung. Oh, Leute. Guckt euch das mal an. Und so wie das in der Kamera funkelt, so funkelt das tatsächlich auch in Wirklichkeit. Also das ist wirklich... Wahnsinn. Das ist ein Aufbaugel. Man sieht das auch schon ganz gut. Es zieht sich auch selber wieder glatt. Jetzt mache ich das nochmal ein ganz kleines bisschen sauber. Ja, jetzt will mein Cleaner nicht so. Ich putze das jetzt am Rand ein kleines bisschen weg. Und auch hier auf der Zillette sieht man das auch extremst funkeln. Doch, das gefällt mir gut. Damit werde ich auf jeden Fall mal ein schönes Design machen. Wie gesagt, das habe ich mir bestellt als Aufbaugel. Im Moment finde ich halt auch so wie bei Lini. Die hat ja jetzt auch derzeit viele Aufbaugele, die farbig sind. So Aufbaugele, so wie jetzt auch das von der Cider. Finde ich tatsächlich auch sehr schön, weil dann braucht man, wenn man sagt, man möchte ganz gerne was mit Glitzer haben, dann braucht man tatsächlich keinen extra Glitzer mehr, sondern man hat es direkt in dem Aufbau mit drin. Und hier steht es auch nochmal, das ist ein flexibles Glitter-Bildergel. Ansonsten hier ist es auch sehr praktisch bei Nail Arts Irina Markova auf dem Shop gehen. Da könnt ihr auch noch... ganz viele andere bestellen in verschiedenen Farben. Ich habe da tatsächlich den Rabatt ausgenutzt, den sie hatte. Ich glaube, das waren 15%. Kann mich auch irren, es könnten auch nur 10 gewesen sein. Ich meine aber, es waren 15. Und da habe ich mir das dann einmal bestellt. Und auch so die Verpackung wieder. Sehr schön. Das war einmal mit dabei. In der Bestellung waren auch ein paar kleine... Ich denke, es wäre ein Gummibärchen sein, es ist ziemlich weich und finde ich süß, sogar in der eigenen Designverpackung, ganz niedlich. Sind tatsächlich noch nicht aufgegessen, werde ich aber demnächst tun. Als nächstes habe ich mir bestellt 6 von diesen Flüssigpigmenten in unterschiedlichen Farben. Wenn ich sie jetzt hinlege, sieht man das, glaube ich, ganz gut. Die haben unterschiedliche Farben. Sieht man das Blau, Grün in so einem normalen Schimmer, dann Lila oder Rosa. Pink kann man auch sagen. So ein Orange-Rot und Gelb. Man sieht das auch tatsächlich sehr gut. Das sind diese Flüssigpigmente. Die wollte ich ausprobieren. Es waren auch 3 Applikatoren dabei. Die waren auch alle wieder... Oder generell, die Sachen waren alle sehr, sehr gut verpackt. Ich habe die Verpackung, wie gesagt, schon einmal abgemacht, weil es halt sehr laut knistert. Wie gesagt, das sind so Flüssigpigmente. Hier ist halt auch nochmal so ein extra, wie so ein Make-up-Schwämmchen-Stift mit dran. Was ich tatsächlich, oder was mich etwas erschrocken hat, die sind nicht... ganz voll. Also wenn man denkt, die sind bis oben hin gefüllt, das ist tatsächlich nicht so. Was ich jetzt so an sich gar nicht schlimm finde,
weil man verbraucht ja nicht viel Pigment. Aber die sind tatsächlich so ungefähr bis hierhin sind sie gefüllt. Aber damit wird man lange auskommen, glaube ich. Ich werde sie auch mal ausprobieren. Ich werde dazu auch noch mal ein separates Video machen, wenn ich sie auftrage. Mir fehlen tatsächlich im Moment noch schwarze Poppets oder generell noch Poppets. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen weiter beholfen, weil ich euch jetzt gleich einmal etwas anderes zeigen möchte. Wie gesagt, aber das sind die Flüssigpigmente, auch von Nail Arts. Wie gesagt, drei Applikatoren sind mit dabei. Finde ich tatsächlich schön und wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren, um mal zu testen. Ist es tatsächlich jetzt nur ein Megatrend, alles auf flüssig? Oder habe ich tatsächlich jetzt wirklich mehr davon? Ist es sauberer? Weil auch mit den anderen Pigmenten habe ich jetzt nicht unbedingt die ganze Sauerei auf dem Tisch. Also es ist, bei mir hält sich es tatsächlich in Grenzen, weil ich mit meinem Applikator tatsächlich in ein Pigment gehe. Moment. So wie jetzt das, das kennt ihr auch aus meinem letzten Video. Oder vorletzten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da ist das von Jolifin, das Pigment. Ich gehe rein, ich benutze es auf dem Nagel und ich habe jetzt nicht den ganzen Tisch voll oder ich habe jetzt auch nicht so eine Verschwendung jetzt von dem Pigment. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren, ob es für mich tatsächlich besser ist oder ob ich sage, ja, der Trend war ganz toll, brauche ich aber nicht unbedingt. Denn ich habe ja auch hier diese Pigmentstifte. Da ist das Pigment oben in dem Kopf drin. Und dann habe ich das halt hier auf so einem Applikator direkt. Jetzt weiß ich nicht, stellt sich scharf die Kamera. Ja, braucht ein bisschen. Da habe ich das direkt auf dem Element. Und auch hier ist jetzt nicht unbedingt in so eine Mega-Verschwendung, dass ich sage, boah, dadurch geht mir viel Pigment verloren. Keine Ahnung, ich probiere es aus und mache ein separates Video dann nochmal dazu. Genau, sechs Stück sind das. Das ist ein komplettes Set. Plus drei Applikatoren. Als nächstes habe ich bestellt das Nail Arts Crackle. Einmal die Base und vier Farben. Das möchte ich jetzt gleich einmal testen. Im Vergleich zu dem von Cider. Diese Variante geht dann tatsächlich auch weiter. Das behalte ich nicht, sondern das geht zu meiner Schwester. Aber ich habe die Sachen jetzt einmal zum Vergleich, zum Nutzen. Vom Preis her tun die sich tatsächlich nicht viel. Aber hier soll die Base nur 6 Sekunden, 6 bis 8 Sekunden in die Lampe. Wenn man einige spezielle Gele von Nail Arts hat, braucht man teilweise die Base nicht, sondern kann sofort mit den jeweiligen Farben starten. So, ich habe tatsächlich noch so ein paar Elemente jetzt hier gefunden. Hier werde ich jetzt einmal weiß auftragen und einen werde ich in schwarz machen. Und dann werden wir das auftragen und dann schauen wir mal, wie sich das alles so verhält. Dazu hole ich euch gleich, ich trage jetzt einmal die Farben aus in zwei Schichten und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, da habe ich jetzt tatsächlich einmal die Elemente fertig gemacht. Werde es jetzt einmal abcleanen, weil ich tatsächlich nicht weiß, wenn ich es drauf lasse, wie es funktioniert. Ich cleane es zur Vorsicht einmal ab. Kann auch sein, dass das jetzt Fehler ist. Ich glaube ja, das Schwarz ist nicht ganz durchgehärtet. Egal. Brauchen jetzt auch das nicht super vollflächig. Dann nehmen wir einmal die Crackle Base. Okay, die ist sehr zähflüssig.
Riecht aber so nach nichts. Also man wird wahrscheinlich auch die Schwitzschicht drauf lassen können. Ich wollte es jetzt tatsächlich einmal abnehmen. Weil ich meine, bei Cider habe ich das, oder Cider, habe ich die, meine ich, auch abgenommen. Ich mache jetzt auch keine extrem dicke Schicht drauf. Das ist wirklich sehr zäh und dick. Ich lasse es einmal ganz kurz sich vielleicht ein bisschen glatt ziehen. Also, wenn ihr das sagt, man sieht es ja oder auch nicht. Also, es ist wirklich sehr zähflüssig. Also kalt ist es jetzt hier drin auch nicht, da ich jetzt sagen würde, okay, es ist halt sehr kalt. Jetzt nehmen wir das tatsächlich in die Lampe. Steht drauf 6 bis 8 Sekunden. Das waren jetzt 10 Sekunden. Wir fangen einmal mit dem Weiß an. Und auch hier, das ist wie bei Cider. Steht auch drauf, so wenig Pinselstriche wie möglich. Das ist jetzt einmal das Purple. Wir hatten jetzt gerade das Weiß auf dem Schwarz. Jetzt haben wir das Purple. Von der Deckkraft her ganz, ganz anders als das Weiß. Jetzt nehmen wir das Schwarz. Bei dem Weiß sieht man das schon. Da fängt es tatsächlich schon an zu reißen. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, das Schwarz. Auch das Purple habe ich ganz dünn aufgetragen nur. Streif den Pinsel sogar extra nochmal ab, dass ich halt auch wirklich ganz wenig Farbe nur aufnehme. Es ist wirklich hinterher nur fast schon aufgekratzt. Jetzt nehmen wir das Magenta. Bei dem Lila fängt es auch an zu reißen.
Weil da muss ich tatsächlich sagen, von der Deckkraft her gefallen die mir wirklich sehr, sehr gut. Also bei dem Weiß, klar, sieht man auch wieder die Striche. Und jetzt heißt es warten. Warten, warten, warten. In der Zeit kann ich euch einmal zeigen. Es gab hinterher bei Nail Arts noch so ein kleines Heftchen mit dabei. Hier stehen halt auch noch mal so ein paar Sachen mit dabei. Sie bietet auch Online-Schulung an. Dann hat man hier noch mal so ein Produktblatt über die Arbeitsgele, Aufbaugele, Versiegelungsgele, Designgele etc. Hier ist noch mal, wie gesagt, so ein Datenblatt. Hier hat man dann die Rechnung nochmal mit dabei und auch nochmal tatsächlich die AGBs und etc. So Sachen sind halt auch mit drin. Finde ich ganz gut. Was ich tatsächlich, also hier steht es auch nochmal, wo man sie überall findet. Man kann sie anrufen, ihr E-Mail schreiben, Internetseite. Dann hat man hier für Facebook, Instagram, die Fanpage, die Gruppe von Facebook oder halt auch die Online-Schulung. Das Mäppchen ist wirklich total süß und auch gut gemacht. Was ich allerdings als kleinen Nachteil finde zu Cider ist der Beipackzettel. Bei Cider hat man tatsächlich so einen kleinen Beipackzettel separat für dieses Crackle, diese Cracking, wie auch immer, Base gehabt. Wie lange man es zum Beispiel in die Lampe geben muss. Was es für Unterschiede gibt, auf was für Untergründen. Hier, ich habe es bestellt. Das Paket kam an. Bis ich jetzt das Video gemacht habe, hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich musste tatsächlich erst wieder auf die Internetseite gehen. Ich musste erst diese Crack-Sache hier raussuchen. Dann erst ein bisschen scrollen, bis ich gesehen habe, okay, wie funktioniert's? Ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt auch nicht mega zeitaufwendig, aber so ein Beipackzettel, weil den von Cider habe ich mir direkt neben die Sachen gepackt, dass ich den sofort zur Hand habe, wenn ich jetzt in ein paar Wochen wieder damit arbeite, okay, so und so funktioniert es. Ich muss nicht erst wieder aufs Handy zurückgreifen oder auf den Laptop. Wenn ich kein Internet habe, was mache ich dann? Dann muss ich es mir separat aufschreiben. Ja, sind jetzt so kleine Probleme für den einen oder anderen, der sagt, egal. Aber das finde ich tatsächlich noch ganz gut. So ein ganz kleiner Beipackzettel, wie es genau funktioniert. Aber jetzt können wir einmal sehen, wie es tatsächlich aussieht. Wir haben unterschiedliche Größen. Das heißt, so wie jetzt hier haben wir ein bisschen was Größeres. An der Seite wird es dann wieder ein bisschen feiner. Das ist genauso wie bei diesem Weiß-Schwarz. Hier haben wir größere Crack-Sachen. Und hier unten ist es etwas feiner. Warum hier an der Seite jetzt nichts ist, ja, da. Warum hier nichts ist, ich weiß es nicht. Das kann ich euch nicht erklären. Wahrscheinlich, weil ich nochmal drüber gegangen bin. Keine Ahnung. Aber an sich eine sehr schöne Sache. Und da muss ich tatsächlich sagen, hier gefällt es mir etwas besser als bei Cider. Jetzt bin ich aber auch ehrlich. Ich werde mal das selber nochmal ausprobieren, wenn ich diese Base nehme und die Farben von Cider drüber packe. Ob das was bringt, weil dann bestelle ich mir das separat nochmal. Oder es sind tatsächlich die Farben. Aber so sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ich versiegel das Ganze jetzt noch einmal. Und das war's schon wieder mit meinem Video. Wie gesagt, das Nähspektrum und meine jeweiligen sind sechs. Ich habe jetzt nur drei, aber halt die Flüssigpigmente. Wie gesagt, für mich hat sich die Bestellung gelohnt. Ich habe einen kleinen Vergleich von den Farben her, von dem Aufziehen her. Finde ich das tatsächlich ein kleines bisschen schöner.
Klar, bei dem Weiß hat man wieder gesagt, wieder diese paar Streifen, aber ich finde es hier tatsächlich etwas besser. Kann auch sein, dass ich es bei Cider das erste Mal halt auch ein bisschen falsch verwendet habe. Ich weiß es nicht. Ja, mein Fazit, also die sehen tatsächlich schon echt gut aus. Vom Preis her liegen, glaube ich, beide gleich. Ich kann ja einmal mal nachschauen. Ich habe ja hier meine Rechnung. 2 Sekunden. Ja, vom Preis her sind sie beide fast gleich. Tun sich tatsächlich nicht viel. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Vielleicht stöbert ihr auch mal bei Nail Arts rein. Ich habe tatsächlich vorher nie wirklich was von ihr gehört, bis es diese Flüssigpigmente gab. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin auf das gespannt. Ich glaube, ich werde es bei meinen nächsten Nägeln verwenden, denn die sind auch wieder dran. Die sind schon gut rausgewachsen. Die sehen nicht mehr so schön aus. Aber naja, das im nächsten Video. So, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!